Es ist nun traurige Gewissheit. Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Mettchendorf, bei dem Mutter, Vater und Tochter starben, handelt es sich um einen erweiterten Suizid. Heute haben Brandermittler die Ruine eingehend untersucht. Schnellen Aufschluss über die Hintergründe hatte ein Abschiedsbrief der Familie gebracht, veröffentlicht auf der Plattform Facebook. Er enthält viele Vorwürfe. Zu den Hauptbeschuldigten zählt der Trauzeuge des Paares André N. aus Hundlosen. Ihm gehörte auch die Baufirma, die das Haus der Familie errichten sollte. Doch er meldete Insolvenz an, noch bevor der Bau abgeschlossen war. Damit fehlte der Familie 40.000 Euro, um den Rohbau ihres Traumhauses fertigzustellen. André N. ließ sich heute von seinen Eltern entschuldigen. Er hat schon ein Interview gegeben bei RTL, und wenn Sie da was wissen wollen, da hat er alles gesagt, da können Sie sich erkundigen. In dem Abschiedsbrief wird auch dem Halbbruder von Beate S. eine Teilschuld gegeben. Peter B. soll der Unglücksfamilie die Baufirma empfohlen haben und dafür sogar eine Provision erhalten haben. Der Familienvater ist geschockt. Er hatte die zurückgezogen lebende Familie nach eigenen Angaben in den letzten 15 Jahren nur 5 bis 6 Mal gesehen. Er bestreitet die Vorwürfe. Das, was da jetzt gelaufen ist mit dem Bau und so weiter und so fort, das habe ich viel später erst erfahren, erst vor 4 Jahren ungefähr, als wir von unserer Seite den Kontakt wieder aufgenommen haben. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie überhaupt ein Haus gebaut haben. Ich wusste nicht, dass der Bauunternehmer für sie das Haus gebaut hat. Ich wusste nicht, dass er sie über den Tisch gezogen hat. Ich wusste nicht, dass sie geheiratet hatten. Ich wusste nicht, dass dieser Bauunternehmer auch noch mit der Heirat dabei war und auch Trauzeuge war. Das habe ich alles viel später erfahren. Der Halbbruder erhebt nun selbst Vorwürfe gegen André N. Der hatte ja auch eine Baufinanzierung aufs Auge gedrückt, die gar nicht normalerweise haltbar ist, so wie ich das später herausgefunden habe. Deswegen sind sie auch so große Schwierigkeiten geraten. Und dann hat er gelogen und betrogen, wie er konnte, so wie ich das später auch von Beate gehört habe, dass das so gewesen ist, dass er die Bank belogen hat, was die Bauabschnitte angeht, um ein zusätzliches Geld zu bekommen. Also das Haus war ein Rohbau, hat aber der Bank mitgeteilt, dass sie schon viel weiteren Bauabschnitt sind, um das Geld von der Bank zu bekommen. Und als er das Geld von der Bank bekommen hat, hat er sich aus dem Staub gemacht. Bei einem anschließenden Prozess stimmte die Baufirma einem Vergleich zu, meldete aber vor der Zahlung Insolvenz an. Familie S. blieb auf den Schulden sitzen. Am Tag vor der Zwangsversteigerung bat Tim S. seinen Schwager noch telefonisch um 20.000 Euro. Peter B. konnte aber nicht aus der Notlage helfen. Dass die Zwangsversteigerung am Mittwoch ist, habe ich keine Ahnung. Das habe ich alles aus den Medien erst erfahren. Die haben sich wahrscheinlich sehr geschämt, und aus diesem Hintergrund sind sie auch nicht offen gewesen, wo das Problem liegt und was für ein Problem sie haben und wie prekär das Problem ist. Wusste ich nicht. Bei einem gemeinsamen Grillabend vor 2 Monaten hätte Peter B. die Anspannung spüren müssen. Nun macht er sich Vorwürfe.